Wir können die nicht rausstellen. Es regnet. Dicke Luft bei der Wohnungsauflösung. Nicht nur bei den Busbabes, sondern auch bei Entrümplerin Milena gibt's öfter mal Stress. Es knistert total hier gerade, weil die alle keine Ahnung haben. Ein bisschen Köpfchen muss man haben. Milena Klinger aus Wietzendorf bei Hannover arbeitet erst seit 8 Monaten im Entrümplergewerbe. Die alleinerziehende Mutter legt viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres, auch wenn, wie heute, eine Haushaltsauflösung auf dem Programm steht. Ein schweißtreibender Auftrag. Wir müssen zusehen, dass die Sachen schnell rauskommen, nicht nass werden und vor allen Dingen das Schleppen. Ich weiß nicht, was auf mich jetzt zukommt, was für ein Sofa da ist und ob wir das alles rauskriegen aus der Tür. Milena ist die einzige Frau im Team von Chef Ralf Kilian. Der gibt die letzten Anweisungen. Für dich ist dann die Küche abbauen, Schrank abbauen, dass wir das alles hinhaben. Los geht's. Bis zum Abend soll der Auftrag erledigt sein. Dass der Tag alles andere als rund laufen wird, ahnt Milena jetzt noch nicht. Das kostet Zeit. Ich will irgendwann nach Hause, Mann. Los jetzt an die Arbeit. Rund 80 Kilometer weiter südlich macht sich in Lehrte bei Hannover auch Chiara Burgdorf auf den Weg zur Arbeit. Die 25-Jährige ist Dachdeckerin von Beruf und sogar die jüngste Meisterin ihres Fachs in Niedersachsen. Seit knapp 6 Jahren arbeitet Chiara im elterlichen Betrieb. Auch heute muss sie wieder aufs Dach. Zusammen mit ihren Kollegen soll sie eine Dachkante, den sogenannten Grat, erneuern. Schwierig wird bei den Minusgraden, den Grat vernünftig runterzukloppen, ohne dass wir irgendwelche anderen Schäden verursachen. Dass wir natürlich bei den Temperaturen auch das Gratband vernünftig auf den Ziegel setzen. Das müssen wir mit Wärme machen. Und dass natürlich kein Grat, kein Mörtelbrocken runterfällt und irgendwas beschädigt in die Rinne fällt. Reparaturen wie diese macht die Dachdeckerin etwa 6-mal im Jahr. In rund 10 Metern Höhe nicht ganz ungefährlich. Wenn ich das hier mal was runterpurzel. Aaron? Ja. Jetzt hol dir doch noch Jan hier mit zwischen. Ja. Das ist spannend in dem Sinne, weil wir nicht wissen, was hier drunter ist. Vor allen Dingen, dass der Mörtel jetzt total fest ist bei der -7 Grad. Es ist schwierig, hier alles vorsichtig abzukloppen, ohne dass wir hier irgendwelche Sachen beschädigen, irgendwelche Ziegel kaputt machen. Auf der Baustelle und im Privatleben ihre rechte Hand? Chiaras Lebensgefährte Aaron. Seit 4 Jahren sind die beiden ein Paar. Und sie ist seine Chefin. Kennengelernt haben sie sich in der Lehre. Danach hat Chiara ihn in den elterlichen Betrieb geholt. Aaron hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass Chiara als Meisterin das Sagen hat. Es gibt immer Vorurteile gegenüber Frauen im Handwerk, gerade weil man denkt, eine Frau schafft nicht die Leistung eines Mannes. Das macht mich traurig, weil Frauen dann zu einem bestimmten Bereich weggestempelt werden. Und das stimmt ja nicht. Es ist ja nicht wahr, dass Frauen nicht die Leistung eines Mannes bringen können. Dass seine Freundin kräftig zupacken kann und auch den Ton angibt, Aaron imponiert das. Ich erlebe es immer wieder, dass auch sie mich mal verbessert, dass sie auch oft hat sie hier drin ein bisschen mehr und ich bin dann der, der die Sachen schleppt und das ergänzt sich dann halt auf der Baustelle. So muss es ja heutzutage auch sein. Wenn es nur noch um Schleppen geht, dafür haben wir ja unseren Kran. Also beeindruckt bin ich auf jeden Fall. Heute ist Chiaras Know-how bei der Erneuerung der Dachkante gefragt. Und die ist mit 3.300 Euro nicht ganz günstig. Dafür ist die Arbeit aber auch besonders mühselig. Den 7 Meter langen Grat bei der Eiseskälte von den alten Ziegeln zu befreien, wird zum Kraftakt. Weiß Stefan Bescheid wegen den... Nein, weiß er nicht. Wegen den Latten? Nein. Nicht. Wir machen erstmal noch einen Schwung... Schutt? Schutt voll, dass wir das nicht alles vor die Füße haben. Ja, okay. Werden Chiara und Aaron den Kampf gegen den Frost gewinnen? Milena und ihre Kollegen entrümpeln das, was von einem Leben übrig geblieben ist. In der 62 Quadratmeter Wohnung, die sie heute räumen sollen, lebt da eine ältere Dame, die in eine Seniorenresidenz gezogen ist. Chef Ralf Kilian gibt die Marschrichtung vor. Ganz wichtig. Schränke leer und verklopft. Okay. Und das, was in den Schränken ist, nur den Kisten stapeln, eventuell entweder hier oben. Und wenn es müde ist, kann das auch draußen hinstellen. Gut. Geh mal erstmal so. Genau. Und dann gehe ich rückwärts, oder was? Nee, ich gehe rückwärts. Oder willst du rückwärts? Ich gehe nicht rückwärts. Ja, dann gehe ich rückwärts. Dann gehe ich da jetzt rein und dann tauschen wir gleich. Ja. So. Kommst du hier hin, aber lass gleich von ganz unten nehmen, das ist besser.
Ja, vorne an der Treppe nehme ich den von unten. Ja. Stell den nicht so an. Stell du dich nicht an. Heul nicht rum. Melina ist sehr hart im Nehmen, ne? Und auch, die kann kräftig zupacken, die kann schleppen, die kann auch die Männer mal richtig antreiben und was weiß ich auch immer, ne? Doch, die ist gut. Da ist auch Bums dahinter, da brauchen wir keine Angst zu haben, ne? Vorsichtig nicht ausrutschen, ne? So. Okay. Hast du? Ja. Gut. Schieb. Warte, warte, warte. Den Respekt und die Wertschätzung für ihre Arbeit musste sich Milena allerdings hart erarbeiten. So mancher Kollege war am Anfang skeptisch. Ich habe gesagt, Ralf, die packt das niemals, die schafft das nicht, das ist ein Fehlgriff. Ralf sagt, wir probieren es aus, na, sei gut. Und dann musste sie gleich mit mir mitarbeiten und sie weiß ganz genau, dass bei mir gearbeitet wird. Jetzt weiß sie es jedenfalls. Aber ich muss sagen, die hat geschleppt, getragen, gezogen, das gibt's ja gar nicht. Und dann, ich war richtig erstaunt gewesen. Und nach Feierabend, da war ich voll begeistert. Die ganzen Vorurteile waren weg gewesen. Und ich muss sagen, super gearbeitet hat die Frau. Die hat mitgeholfen, sich integriert, mitgezogen. Hätte ich niemals geglaubt. Beauftragt wird das Unternehmen von Leuten, die ihren Haushalt auflösen wollen. Für einen ausgehandelten Festpreis räumen die Entrümpler alles aus. Wertloses geht zur Deponie. Und das, was sich noch zu Geld machen lässt, verkaufen sie später in ihrem firmeneigenen Trödelladen. Jede Wohnungsauflösung ist damit auch eine Art Schatzsuche. Man weiß nie, was man so findet in Schränken. Manchmal Gold, manchmal Geld. Das macht schon Spaß, ne? Natürlich darf man das dann nicht behalten, man gibt es dann dem Chef ab. Wenn jemand gestorben ist oder so, ne, hat man ein bisschen Mitleid. Aber das ist die Arbeit, was man macht, ne? Man kann jetzt nicht hier die ganze Zeit dran denken. Wir müssen einfach nur, das ist unsere Arbeit, einfach schnell Sachen packen. Melina. Ja? Ich mache mich jetzt mit dem Ahmed weg, ne? Gut. Wir fahren jetzt die Möbel weg. Ja. Und du passt ein bisschen auf hier. Okay. Dass die alle Spuren. Zu viel Verantwortung für Milena? Halten die Nerven? Ist nicht dein Ernst, oder was? Haben wir irgendwas in der Richtung? Jörg! In Lehrte bei Hannover steht Dachdeckerin Chiara über den Dingen. Gemeinsam mit ihren Kollegen muss sie in 10 Metern Höhe eine Dachkante, einen sogenannten Grat, reparieren. Bei minus 7 Grad Außentemperatur gefriert nicht nur die Stimmung. Guck dir das an hier, die scheiß Sparren. Was denn? Er ist knüppelhart. Da kriege ich die Nägel nicht rein. Also, 3,5er Latte her, die Dinger wieder weg. Jetzt Müll schmeißen. Für ihren Job braucht Chiara Power. Ein einzelner Ziegel wiegt etwa 3 Kilo. Nicht leicht für die 1,67 Meter große Dachdeckerin. Auch wenn die Blondine fast immer die einzige Frau auf dem Dach ist, gegenüber ihren männlichen Kollegen erkennt sie einen wichtigen Vorteil. Die Feinarbeit, da bin ich, glaube ich, besser als. Die Männer sind eher so grob, dass sie mehr so, ja, Grobiane sind und besser zupacken können, sage ich mal. Und dafür kann ich besser die Feinarbeit hier. In diesem Fall dann die Ziegel befestigen, habe auch ein bisschen mehr Geduld als die anderen daher. Nach rund 5 Stunden ist die Hälfte der Arbeit geschafft. Bevor es weitergeht, legen Chiara und Freund Aaron eine kleine Pause ein. So, dass wir im Sommer jeden Tag vor Hitze fast gestorben sind. Ja, und jetzt bei Minusgrad auf dem Dach rumkraxeln, ne, Roma? Wetter ist immer schlecht. Es ist kalt, zu heiß. Ja, aber heute ist extrem kalt. Ich würde mich am liebsten in der Pause zu meinem Freund kuscheln, damit es ein bisschen wärmer wird. Aber wir trennen privat und beruflich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir fremd miteinander umgehen, sondern wir gehen ganz normal miteinander um und nach Feierabend wird halt gekuschelt. Beim Team von Entrümplerin Milena in Soltau stehen die Zeichen weniger auf Kuschelkurs. Bis zum Abend soll die Wohnung besenrein geräumt sein. Da ihr Chef und 2 der Kollegen unterwegs zur Deponie sind, hat die 33-Jährige das Sagen. Jetzt sind 3 Mann weniger hier. Und jetzt muss ich zusehen, dass sie auch alles jetzt machen und nicht hier rumstehen oder rauchen oder was auch immer. Weil Zeit ist Geld, wie man weiß. Und quasi hängt jetzt alles an mir ab, ne? Ich hab den Fernseher vergessen. Ja. Auf den Schoß nehmen, ne? Nee. Das Wichtigste für die junge Dame, das ist langweilig. Ja.
Gut, dann jetzt nochmal tschüss, ne? Ciao. Für den Schrank würden die Entrümpler im Weiterverkauf nichts mehr bekommen. Daher macht Milena ihn kurzerhand zu Kleinholz und wünscht sich zur Abwechslung mal tatkräftige Unterstützung von ihrem Kollegen Jörg. Wo bist du? Im Schlafzimmer. Wo bist du? Warum? Weil ich Bernd helfe, die Lattenroste einladen. Ey, wir machen einen Raum zu Ende und dann fangen wir den anderen Raum an. Das kann nicht wahr sein. Jedes Mal das Gleiche, wirklich. Komme. Jedes Mal. Milena, die akzeptiere ich. Das sind meine Kollegen. Rohe Worte und so. Kommt mal vor. Aber von mir kriegt sie genauso eine Ansage. Und das wird akzeptiert. Und dann geht's weiter. Und zwar mit Wumms. Milena gibt den Takt vor. Alle noch am Leben. Du sollst nicht alles kaputt machen. Doch. Nach rund 4 Stunden ist die halbe Wohnung leergeräumt. Zu dem Job als Entrümplerin ist Milena durch Zufall gekommen. Als alleinerziehende Mutter braucht die 33-Jährige jeden Cent. Wenn man ein Haus hat und das halten will, muss man halt alle Sachen machen. Und dann habe ich die, ich glaube, ich war da schon mal einkaufen bei Kilians und bin dann da einfach reingegangen und habe die gefragt. Und sie so, ja, gut, okay. Und musste mich natürlich erstmal beweisen. Schleppen und so. Und das hat offensichtlich gut funktioniert. Bis jetzt liegt das Entrümpelungsteam im Zeitplan. Die meisten Möbel der Zwei-Zimmer-Wohnung sind bereits auf der Straße, inklusive einem großen Teil der Einbauküche. Doch dann meldet sich der Chef. Also die Küche soll wieder rein, die soll nicht im Regen stehen. Alles klar, machen wir. Das ist nicht dein Ernst, oder was? Haben wir irgendwas in der Richtung Schuhe oder sowas? Ja, dann lass uns das nur abdecken. Ich schlag das doch nicht wieder rein. Wenn er eine Dreiviertelstunde braucht und es regnet gleich nochmal so wie vorhin vielleicht, dann... Ja, haben wir. Sonst stellen wir das, pack die Kartons da weg und dann stellen wir es hier um die Ecke. Los. Weil nach oben schleppe ich es nicht nochmal. Los. Oh, das warte, ist warte, warte, Schuld, warte. Du rangekommen bist. Hoch. Ich bin gerade total angenervt, weil wir die ganzen schweren Sachen rausgetragen haben und die jetzt alle wieder rein müssen, weil es anfängt zu regnen, bevor die kaputt gehen, müssen wir sie alle wieder reintragen. Ich gehe gleich nach Hause und damit hat sich die Sache. Ja, wohin jetzt mit dem Scheiß? Ganz ruhig, alles ist gut. Alles gut. Genau, dann müssen wir halt ein bisschen warten. So, jetzt kommt die Sonne wieder gleich raus, dann können wir die Sachen gleich wieder rausstellen. Das Hin und Her ist nicht nur körperlich anstrengend, sondern zerrt auch an den Nerven. Vor allem an Milenas, die hier heute den Hut auf hat. Milena! Was? Du musst eine Küche mit abbauen hier. Wir können die nicht rausstellen, kapierst du das nicht? Abbauen. Ja, dann bau sie doch ab. Wir können die nicht rausstellen, es regnet. Und der Flur ist voll. Okay. Es knistert total hier gerade, weil die alle keine Ahnung haben. Es regnet wie Sau draußen und wollen alles am besten rausstellen, aber die Sachen gehen kaputt. Und das regt mich auf, dass sie nicht überlegen können, was sie hier machen. Ein bisschen Köpfchen muss man haben. Nach 2 Stunden kommt Milenas Brötchengeber von der Deponie zurück. Chef hin, Chef her. Milena nimmt ihn sich zur Brust. Wo wart ihr denn so lange? Ich war oben. Ich bin Haus drauf gefahren, von deinem Mann aufgehalten, von deinem Dings aufgehalten worden, weil der Chef da war. Dann musste ich noch runter in die Halle fahren, den Mülleimer da wegkriegen. Hör mal, ich hab dir vorhin gesagt, hier die ganzen Sachen, hast du zu mir gesagt, rausstellen. Hatten wir alles draußen, mussten wir alles wieder reintragen. Ja und? Ja, das kann ich jetzt kostet auch nicht Zeit. Kann ich jetzt ich auch will nicht irgendwann ändern. Nach Hause, Mann. Ja, ich auch. Los jetzt an die Arbeit. Hier, ich, ihr. In Lehrte bei Hannover erfüllen sich Dachdeckermeisterin Chiara und ihr Lebensgefährte Aaron den Traum vom Eigenheim. Direkt neben dem Haus von Chiaras Eltern. 250 Quadratmeter und 14 Zimmer auf 4 Etagen. Wir packen hier das Bett hin, hinter uns den Schrank. Okay. Und bei dem Bett müssen ja rechts und links wegen den... Also hier zwischen den Schrank.
Ja, genau, da zwischen den Schrank. Und dann packen wir das Bett entweder hier oder hier hin. Und rechts und links vom Bett jeweils nochmal zwei Steckdosen, oder? Okay, also würde ich mal sagen, machen wir hier eine direkt. Machen wir eine doppelte. Wir sind sehr jung und bauen vom Fundament bis zum Dach alles selber. Und es ist wirklich ein Traum, den wir auch ausleben. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, mit dem Partner alles selber zu machen. Dass die zukünftigen Schwiegereltern Wand an Wand wohnen, damit hat Aaron kein Problem. Und auch die Tatsache, dass er mit seiner Freundin gleichzeitig zusammen wohnt und arbeitet, findet er gut. Also ich kann sagen, wir sind hier alle sehr dicht bebaut. Hocken quasi aufeinander, was aber auch ein großes Plus ist. Man sieht sich viel, das stimmt, aber wir sitzen gerne abends zusammen, wir frühstücken alle zusammen. Meine Freundin sehe ich fast durchgehend, aber wenn man mal seine 5 Minuten für sich braucht, ist das gar kein Problem. Ja, es ist nicht immer einfach, mit meinen Eltern zusammen zu wohnen, nebeneinander zu wohnen. Es hat viele Vorteile, hat aber auch viele Nachteile. Ich arbeite mit meinem Vater auch zusammen, man kann nie davon weglaufen. Wenn Chiara aber doch mal Ruhe vom Familienunternehmen braucht, kümmert sie sich um ihre Tiere. Ihren kleinen Privatzoo zu versorgen, verschafft der Handwerkerin den Ausgleich, den sie nach 8 Stunden auf dem Dach oder auf der eigenen Baustelle braucht. Für mich ist das einfach Freizeit und ich liebe meine Tiere. Das ist einfach ein schönes Gefühl, bei denen zu sein. Die geben mir so ein bisschen Kraft auch und Liebe, sage ich mal. Und ich liebe es einfach, die zu streicheln und zu füttern. Nach rund 7 Stunden stehen auch bei Entrümplerin Milena und ihren Kollegen die Zeichen auf Feierabend. Die 62 Quadratmeter große Wohnung ist leer, der Auftrag erledigt. Spaß gemacht hat, dass es ja wirklich alles geklappt hat, fast alles. Nur dass die Männer mir halt ein bisschen auf den Keks gegangen sind heute, auf die Nerven. Sehr gut ist, dass wir alles, die ganze Küche reingekriegt haben, da nichts kaputt gegangen ist und so weiter. Die brauchbaren Möbel muss Milena jetzt noch ins firmeneigene Geschäft fahren. Dort sollen die Sachen dann weiterverkauft werden. 30 Stunden in der Woche arbeitet Milena. Fast jeden Tag muss sie eine Wohnung entrümpeln. Harte körperliche Arbeit für die gelernte Gastronomiefachfrau. Nach Feierabend will Milena dann auch nichts mehr wissen von Schleppen und Schwitzen. Sie hat heute noch einen Termin im Kosmetikstudio ihrer besten Freundin. Angelina kennt Milenas temperamentvolle Ader. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie die Jungs zusammen pfeift, weil anders würde sie auch untergehen in dem Betrieb oder allgemein bei dieser Arbeit. Da muss man als Frau schon dominant sein und so ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt, ne? Und was habt ihr heute auf der Arbeit gemacht? Das war heute so stressig und so anstrengend. Ich habe so viel geschleppt heute. Mir tun so die Muskeln weh, das glaubst du gar nicht. Ich bin voll verspannt, ich merke das richtig. Wie jeden Tag, ne? Ja. Das ist gut. Der perfekte Start in einen erholsamen Feierabend. Am nächsten Morgen muss Milena im Laden ihres Chefs arbeiten. Auf rund 600 Quadratmetern werden hier Haushaltswaren, Elektroartikel, Möbel und Ramsch aus den Entrümpelungen verkauft. Das reinste Trödelparadies. Bevor die ersten Kunden kommen, muss Milena mit Juniorchef Marcel Kilian einen Kleiderschrank aufbauen. Auch das gehört zum täglichen Geschäft. Ja, hoffentlich schaffen wir das bis 10. Das wird nämlich ein bisschen knapp, weil wir haben noch ein bisschen was vor heute. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja. So, ich halte fest. Wir sind ein bisschen im Stress, weil in einer Stunde wird der Laden aufgemacht. Und bis dahin muss der Schrank, den wir von der Wohnungsentrümpelung abgebaut haben, stehen. Und den wollen wir heute noch, oder wir versuchen den heute noch zu verkaufen. Milena ist die einzige Frau im Betrieb und überzeugt den Juniorchef jeden Tag mit ihrer tatkräftigen Arbeit. Die kann eigentlich ganz gut anpacken. Ist handwerklich auch gut geschickt. Ja, das klappt eigentlich soweit mit ihr. Also für einen Frauenberuf, sag ich mal, also für einen Männerberuf, in einem Frauenberuf, ist das schon top. So, wie spät haben wir das denn eigentlich schon? Wie spät? 9:43 Uhr. Jetzt müssen wir uns beeilen.
Möbelaufbau unter Zeitdruck. Das kennt Milena schon. Jede Woche baut sie im Akkord Schränke, Betten und ganze Küchen auf. Beigebracht hat sie sich das selbst. Und nach nur 30 Minuten ist es soweit. Der Schlafzimmerschrank steht. So. Geil, wir haben es geschafft. Ja. 10 Uhr. Während die ersten Kunden bereits im Laden auf Schnäppchensuche sind, bereitet sich die Entrümplerin auf die Verkaufsgespräche vor. Auf ihre ganz eigene Art. Meine Weiblichkeit in meinem Job ist mir sehr wichtig. Jede Frau möchte sexy aussehen. Und wenn die Männer dann hier reinkommen und was kaufen wollen und mich dann sehen, vielleicht butter ich die ja ein bisschen weiter unter. Malermeister Horst Dörflinger ist auf der Suche nach einer Einbauküche. Dafür hat er ein sehr überschaubares Budget. Milena soll ihn beraten. Und wer hat die abgebaut, aber nicht du? Doch, natürlich. Natürlich, ich. Eine Frau in deiner Größe? Ja, stark. Frauenpower, ne? Frauenpower ist ja nicht schlecht. Genau. Wenn Männer reinkommen und irgendwas kaufen wollen und dann noch fragen, ob ich das abgebaut habe, kommen Reaktionen wie, du? Du kleines Mädchen hast das gemacht? Das ist total typisch. Und ist Kohlefilter drin oder ist das... Da ist ein Kohlefilter drin. Ja, genau. Okay. Von unten kann man die abschrauben und einen neuen reinmachen. Was darf das kosten oder was soll das kosten? 800 Euro möchten wir für die komplette Küche haben. Okay. Gut, wäre mir reintritschen ein bisschen viel, weil ich müsste sie ja, ich meine, ich will ja nicht meckern, ja, aber man müsste sie ja komplett rein. Einmal sauber machen, einmal mit einem Lappen. Ich glaube, für euch Männer ist das kein Problem, ne? Was wäre denn deine Schmerzgrenze? 780. Für 780 könntest du die abholen. 650? Nein. Nein, nein. Komm, wir machen das so. Für 750 und dann kannst du die Küche abholen. Für 730? Nein. Komm. 750. Aber ihr bringt sie mir. Auch nicht. Die holst du dir selber ab. Oh Mann, du bist so kräftig hier noch, Mann. Ja, doch. Okay. Gut, 750. Alles klar. Super. Machen wir so. Das kriegt sie hin, ne? Weil ich bin ausgegangen. Ich bin von 650 ausgegangen. Ja, aber gut, 750 ist auch okay. Ja, das ist alles gut. Aber die kann ganz schön hart verhandeln. Entrümplerin Milena zeigt ihren Kollegen, wo der Hammer hängt. Wir können die nicht rausstellen, es regnet. Und auch Dachdeckermeisterin Chiara bringt so manchen Mann zum Staunen. Die können das gar nicht fassen, beziehungsweise glauben das gar nicht, dass ich Dachdeckerin bin. In Soltau sind die Entrümpler auf dem Weg zu einem neuen Auftrag. Sie sollen eine Küche abbauen. Hallo. Hi, Morgen. Guten Morgen, Ralf. Morgen. Hallo, Wolfgang. Hallo, Wolfgang. Tja, dann kommt rein. Ja. Eine ganze Einbauküche samt Elektrogeräten. Milena schwant nichts Gutes. Oh Gott. Genau. Und die muss komplett raus, ne? Und das möglichst ohne die Schränke beim Abbau kaputt zu machen. Denn schließlich wollen die Entrümpler die Küche später im firmeneigenen Trödelladen gewinnbringend weiterverkaufen. Doch die Schrauben, die hier verarbeitet wurden, machen ihnen das Leben schwer. Ach, hier siehst du es. Komm mal her, Marlene. Mhm. Hier oben. Ja. Ach, guck mal. Schlitz. Ja. Also Akkuschrauber passé, ne? Nachdem ich die Küche jetzt gesehen habe, ist sie überall geschraubt. Wir dürfen keinen Akkuschrauber benutzen. Wir müssen alles mit der Hand machen. Das geht also ganz schön auf die Gelenke. Massivholz, die Platte wird sehr schwer sein. Wir können vorne nicht durch die Tür. Wir haben einen sehr langen Weg zum Auto. Und das wird ein Akt. Auch auf der Baustelle in Lehrte haben Dachdeckerin Chiara und ihre Kollegen alle Hände voll zu tun. Sie sollen einen Dachgrat erneuern. Minustemperaturen machen diesen Auftrag zur Tortur. Doch sie arbeiten sich Ziegel für Ziegel zum Ziel. Okay. Sieht doch schon mal gut aus. Ja, bei dem Wetter ist es auch wichtig, dass wir das anfüllen. Sonst klebt hier gar nichts bei dem Zeug. Ja. Aber das sieht so aus. Ja, dann lass uns doch mal die letzten Steine hier anschneiden und dann den Fürst bzw. den Grat aufsetzen. Ja, klar. Doch vorher schweißt Chiara mit einem Heißluftföhn das Gratband fest. 8 männliche Angestellte arbeiten im Familienbetrieb. Einer davon ist Geselle Stefan. Er sieht vor allem die Frauen auf der Baustelle in der Pflicht, sich anzupassen.
für seinen Schutz. Wir sind auch der Meinung, dass wenn eine Frau sich in einer Männerdomäne befindet, dass sie das mitmachen muss, was auch vorher da war. Ja, dass wir uns gar nicht erst ändern. Ne? Und das hat die Chiara wunderbar auf den Schirm gekriegt. Also da gab es keine Probleme diesbezüglich, absolut nicht. Also werden wir nur noch die Gratsteine auflegen und dann am First nochmal verbinden. Wir müssen zuerst da ein bisschen mehr Höhe raufbringen, da stehen die Pfannen zu hoch. Da müssen wir erst noch kleine Holzstückchen oder Schweißbahn auftragen. Jan holt die aber schon, können wir gleich machen. Okay. Und die Gratklammern reichen auch, ja? Ja. Bei dem 7 Meter langen Grat müssen bestimmte Gratsteine verlegt werden. Oft sind Meisterin Chiara und ihr Geselle Aaron ein eingespieltes Team, sowohl bei der Arbeit als auch privat. Auf letzter Strecke ist sich das Dachdeckerpärchen aber uneins darüber, welche Farbe die Gratsteine für das letzte Stück haben sollen. In Braun? Ich weiß und nicht, schwarz. Die hier nehmen wir doch. Hier, guck mal, genau die hier meine ich. Ja. In Braun. Ja, brauchen wir. Der hat Stefan extra geholt, die nehmen wir dafür. Warum waren die noch nicht oben? Ja, die waren hier oben. Ja, dann hol die. 24 Stunden am Tag sind Aaron und Chiara zusammen. Reibereien bleiben da nicht aus. Wir sind eigentlich ständig am Diskutieren. Aber es ist auch wichtig, dass man darüber spricht, dass der eine vielleicht einen besseren Lösungsvorschlag hat als der andere. Und dementsprechend ergänzen wir uns aber dann am Ende doch ganz gut. Nach weiteren 3 Stunden ist es endlich soweit. Chiara legt den letzten Dachziegel an den Grat. Auftrag erledigt. Und auch wenn ihr Job körperlich sehr hart ist und sie Wind und Wetter trotzen muss, Chiara ist glücklich, beruflich und privat. Dachdeckermeisterin ist mein Traumberuf. Ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe. Und ich bin in 4. Generation. Das heißt, ich übernehme in naher Zukunft den Betrieb meiner Eltern. Deswegen bleibe ich auch dabei. Bei Entrümplerin Milena und ihren Kollegen ist noch nicht an Feierabend zu denken. Hier steht das Schwierigste noch bevor. Jede einzelne Schraube der Küche muss mit der Hand gelöst werden. Ja, das ist geschraubt. Ja, das sehe ich auch. Aber ist es oben verschraubt? Kannst du das sehen? Nein, das ist... Ja, nur eine Seite. Lass es drin. Ja? Lass es drin. Ein Akkuschrauber kommt bei den hier verarbeiteten Schlitzschrauben nicht in Frage. Und das macht die Arbeit für die Entrümpler ziemlich anstrengend. Die taffe Milena braucht Hilfe vom Chef. Ralf, versuch du mal abzuschrauben. Mhm. Komm mal hoch. Ja. Was ist, Milena? Die Schraube sitzt sehr fest. Und da ist so wenig Platz, man kommt in den Schraubenzieher gar nicht ran. Und wir versuchen das jetzt mal, der starke Mann, dass er das jetzt macht. Das ist das erste Kompliment seit 3 Tagen. Ahmed, kannst du mal probieren? Ja, sofort. Ich bin hier gleich durch. Komm mal hier jetzt los. Das Ding muss fertig werden hier. Dann sehen wir ja bis heute Abend. Ah, dann mach mal hier weiter. Die rund 35 Jahre alte Küche besteht aus 12 Elementen. Viele Schrauben haben sich in dieser Zeit verzogen und lassen sich nur noch mit ganzem Körpereinsatz lösen. Mein Reden, die ganze Zeit. Hast du? Ja. Finger raus. Warte, jetzt. Gleich Richtung Balkon. Ja, geh. Beim Einbau damals hat die Küche etwa 10.000 D-Mark gekostet. Über 30 Jahre später soll sie zumindest noch 900 Euro einbringen. Kaputt gehen sollte deshalb nichts. So, du willst sie rausbrechen, Ralf? Ja, klar. Ja, ich weiß, wo sie sitzen, da war Schmuck hier nicht ab, ey. Ab. Ich stehe ein bisschen unter Strom, weil... Und zwar sitzt die hier. Ralf versucht immer mit Gewalt alles zu machen und ich versuche immer alles so hinzubiegen, dass nichts kaputt geht. Wie man sieht, hat er die jetzt abgebrochen. Und ich versuche immer, die Sachen heile und ordentlich rauszukriegen. Im Großen und Ganzen haben sie das auch geschafft. Abgebaut ist die Küche. Jetzt muss sie nur noch in Transporter verstaut und am nächsten Tag im Laden zum Verkauf wieder aufgebaut werden. Doch für heute war es das. Nach diesem Job hat Milena Feierabend. Die 33-Jährige hat noch einen privaten Termin, auf den sie sich schon lange freut. Milena bekommt ein neues Tattoo. Mehr als 1 Dutzend Motive hat sie schon auf der Haut. Und jedes einzelne hat seine Bedeutung. Also da sind meistens kleine Geschichten dahinter oder Erinnerungen. So wie hier, meine Tochter, das erste Mal, wo sie geschrieben hat, ihren Namen, Annie. Oder ich habe hier
zwei Herzen von meiner Mutter und von meinem Vater mit Geburtsdaten. Wie gesagt, das sind kleine Erinnerungen, die man immer unter der Haut hat. Milena muss für jeden Cent hart arbeiten. Und obwohl ihr Beruf auf die Knochen geht und sie sich täglich vor ihren männlichen Kollegen behaupten muss, Milena weiß, wofür sie sich abrackert. Es ist jedes Mal was anderes, auch mit den Männern. Jedes Mal, manchmal auch spaßig, manchmal nervig. Ich mache den Job sehr gerne und ich mache ihn so lange, wie es geht. Und meine Träume sind halt, dass ich mehr Geld auf dem Konto habe, ein größeres Auto fahren kann, mir halt mehr leisten kann, ne? Eine Weltreise vielleicht noch. Das sind Träume. So, dann machen wir es mal sauber. Sind wir fertig? Jawohl. Klasse. Ein Schmetterling für die Entrümplerin. Geil. Super, Sigi. Klasse. Milenas Tochter liebt Schmetterlinge. Und ihr selbst soll ihr Flügel verleihen für den harten Job.